So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Montag, es ist selbstverständlich Gymtime, meine lieben Freunde. Wir sind hier im kleinen Body IP Keller Gym und es gibt heute ein ganz, ganz spannendes Video. Und zwar geht es heute nicht nur um den Latissimus, nicht nur um das Formen des Latissimus, sondern mit diesem Video erfahrt ihr auch grundsätzlich etwas mehr über Muskelarbeit, über Faserverläufe, über das richtige Treffen von unterschiedlichen Teilen von Muskeln. Und deswegen auch bei Profis, viele, besonders wenn es um den Lat geht, sagen auch viele Profis wirklich etwas leicht Falsches. Und damit möchte ich auch so ein bisschen in diesem Video auch ein bisschen, wie gesagt, gerne kommentieren, wenn ihr es anders seht. Aber man kann es eigentlich nicht anders sehen, wenn man sich wirklich die Anatomie anschaut und schaut, wie arbeitet der Muskel, wo sitzt der Muskel überhaupt und warum kann ich bei einigen Muskeln sehr, sehr gut unterschiedliche Teile des Muskels treffen, auch wenn es nur ein Muskel ist, wie zum Beispiel bei der Brust. Und beim Lat nicht unbedingt, auch wenn das viele sagen. Deswegen wirklich gut aufpassen, auch gerne kommentieren unten drunter und wirklich diskutieren. Bitte sachlich und wie gesagt, ich möchte auch hier niemanden schlecht machen oder ähnliches. Ich nenne auch niemanden um Gottes Willen. Aber wie gesagt, von der Anatomie ist es einfach sehr, sehr logisch, wie man den Latissimus bestmöglich trifft und ob man den unterschiedlich treffen kann. Wie gesagt, ganz kurz vielleicht nochmal, ihr wisst, ich bin großer Fan davon, in Faserverlauf zu trainieren. Auch zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel die Brust. Ihr wisst ganz genau, die Brust ist zwar der große Brustmuskel, ist es zwar ein Muskel, aber durch die sehr unterschiedlichen Faseranteile, wo der Faserverlauf, die Faserrichtung sehr, sehr unterschiedlich ist, können wir tatsächlich bei der Brust als Beispiel wesentlich mehr den oberen Teil zum Beispiel treffen, wenn wir in die Richtung des Faserverlaufs auch arbeiten. Das heißt, wenn wir eher nach oben umarmen und den unteren Teil zum Beispiel, indem wir eher nach unten umarmen, also der Oberarm, das ist ganz wichtig, was der macht. Ob ihr jetzt drückt oder praktisch das Ganze isoliert, spielt hier keine Rolle. Hier, was der Oberarm macht sozusagen in der Faserrichtung, da treffen wir dann auch sozusagen mehr den Anteil. So, und viele sagen jetzt zum Beispiel, jetzt kommen wir auch zum Latissimus. Viele sagen auch, beim Latissimus geht das genauso. Das heißt, wenn wir uns mal die Anatomie anschauen, ich blende sie euch eben ein, ist auch beim Latissimus der Faserverlauf des oberen Anteils des Latissimus, der ist etwas horizontaler sozusagen und der untere Anteil ist etwas senkrechter sozusagen, etwas vertikaler so vom Boden aus gesehen. Und viele sagen jetzt zum Beispiel, dass man, wenn man von oben zieht, arbeitet man eher im Faserverlauf des unteren Teils und wenn man sozusagen von vorne zieht, bei Ruderbewegung, arbeitet man eher im Teil des oberen Teils des Latissimus. Klingt logisch, ist es aber nicht, weil sozusagen der Ansatz des Latissimus am Oberarmknochen ist und zwar an der Innenseite des Oberarmknochens. Und es wäre vielleicht so, wenn der Oberarm irgendwo tiefer wäre und der Ansatz wäre irgendwo am hinteren Teil des Oberarms sozusagen, dann könnten wir vielleicht irgendwo in den Faserverlauf der etwas horizontaleren, also den oberen Anteil vielleicht mehr treffen. Aber das ist nicht so. Wenn ihr euch wirklich den Lat mal anschaut, der sitzt, viele denken, dass der viel höher sitzt, aber das tut er nicht. Der sitzt eigentlich recht tief. Der ist wirklich recht tief. Und praktisch der Ansatz ist eben am Oberarm und das auch an der Innenseite. Deswegen ist er auch eben für eine Innenrotation des Oberarms zum Beispiel verantwortlich. Und egal, und jetzt ist ganz, ganz, ganz wichtig, gehen wir mal von der perfekten oder von der optimalen Range of Motion sozusagen mal für den, wenn wir uns den Lat als Ganzes mal anschauen, so wenn wir uns als Ganzes anschauen, was macht er? So, optimale Dehnung und optimale Verkürzung ist irgendwo hier und zieht irgendwo nach hinten. Und das, wie gesagt, der Oberarm macht das Gleiche, wenn ihr rudert. Nicht, ich komme gleich zu ein paar Feinheiten vielleicht. Aber grundsätzlich, wenn ihr rudert, geht der Oberarm auch nah am Körper vorbei. Sobald ihr den anheben würdet, dann seid ihr schon im Faserverlauf der hinteren Schulter, des Teres Major, weil, wie gesagt, dann arbeitet ihr in dem Faserverlauf. Da ist, wie gesagt, wenn der Lat höher wäre, dann ja, aber der ist tiefer. Das heißt, egal, ob ihr die oberen Fasern trefft, wie gesagt, der Oberarm muss eng am Körper vorbeiarbeiten, um auch da den oberen Teil zu treffen. Ihr werdet, wenn ihr den Arm anhebt, werdet ihr wesentlich weniger den oberen Anteil des Lats treffen, weil ihr dann eben viel mehr mit der hinteren Schulter und so weiter zieht. Oder wenn ihr zum Beispiel auch dann zusammenzieht, eben auch mit dem Trapez. Was möchte ich damit sagen? Der Unterschied ist gar nicht so groß. Wenn ihr den voll dehnen wollt, dann ist es eben auch ganz interessant. Wenn ihr von oben zieht,
und eine volle Dehnung haben wollt, dann empfehle ich euch nämlich auch beim Latzug euch etwas zurückzulehnen. Ihr wisst ja, beim Latzug auch, volle Dehnung ist nicht einfach Arm ganz weit nach oben, sondern eben etwas nach vorne, etwas zurücklehnen. Da habt ihr eben die volle Dehnung. Wenn ihr runterzieht, könnt ihr etwas nach vorne kommen, um eben hinten die Kontraktion bestmöglich herbeizuführen. Denkt dran, eben andersrum, nicht praktisch mit dem Gewicht, sondern eben praktisch dehnen und dann zum Gewicht ziehen. Im Faserverlauf sozusagen, auch hier. Also von oben gezogen ist er auch etwas weiter nach vorne. Und wenn ihr von vorne zieht, wenn ihr rudert, um die volle Dehnung herbeizuführen, lehnt ihr euch eben auch ein bisschen nach vorne. Und damit habt ihr eigentlich von der Anfangsposition einen sehr, sehr ähnlichen Dehnmoment. Sehr, sehr, sehr ähnlich. Und deswegen ist es schon mal bei der Dehnung kaum Unterschied, ob ihr rudert und euch ein bisschen nach vorne lehnt oder eben, ob ihr von oben zieht und etwas nach hinten lehnt. Das heißt, der Startpunkt ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Den können wir auch nicht groß ändern. Vielleicht von oben minimal mehr die unteren Fasern gedehnt. Und wenn ihr praktisch rudert, habt ihr vielleicht etwas mehr sozusagen die oberen Fasern gedehnt. Vielleicht minimal. Und bei der Endkontraktion, da gibt es kleine Unterschiede. Aber auch hier, wenn ihr von oben zieht, ist der hier endkontrahiert. Wenn ihr von vorne zieht, ist er auch hier endkontrahiert. Auch hier ist das, was der Oberarm macht, nach hinten sehr, 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 sehr ähnlich. Einen kleinen Unterschied gibt es vielleicht bei Überzügen, weil da habt ihr noch mal ein bisschen die Innenrotation. Da könnt ihr noch mal ein bisschen noch mehr in die Endkontraktion rein, weil ihr praktisch noch ein bisschen nach innen rotiert. Aber grundsätzlich, ob von vorne oder von oben gezogen, ist hinten kaum Unterschied vom Oberarm. Einen ganz, ganz kleinen Unterschied gibt es tatsächlich. Ihr könnt etwas mehr die unteren Fasern oder den unteren Teil des Lats treffen, wenn ihr eben tatsächlich von oben zieht und bei der Endkontraktion euch eben etwas tatsächlich konzentriert auf das nach unten anspannen. Das heißt, man kann tatsächlich, wenn man fortgeschritten ist und man kann es genau fühlen, kann man etwas mehr den unteren Teil sozusagen anspannen, indem man sozusagen vom Gefühl tatsächlich etwas mehr nach unten kontrahiert in der Endkontraktion. Und wenn man sozusagen von etwas mehr von vorne zieht, kann man sich etwas mehr konzentrieren, sozusagen eher in der Mitte wirklich voll zu kontrahieren. Das geht tatsächlich. Man kann etwas mehr sozusagen in die Kontraktion arbeiten. Aber grundsätzlich ist es so vom Bewegungsablauf wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich, ob ihr von oben zieht oder von vorne zieht. Natürlich gibt es unterschiedliche Übungen. Es gibt unterschiedliche Hebelverhältnisse. Es gibt sowieso. Am Anfang sollte es schwerer sein, nach hinten etwas leichter. Das sind so ein paar Punkte, da könnt ihr mit Maschinen spielen. Wie gesagt, ob ihr Überzüge macht, ob ihr das Ganze isoliert macht, ob ihr wirklich tolle Latzugmaschinen, die sind super, die so leicht von vorne gehen, einarmig und dann praktisch nach hinten gehen, ob ihr die ein bisschen reindreht, wo ihr wirklich das Ganze reinnehmt. Aber grundsätzlich sind es immer gute Übungen für den Latt. Wenn jemand sagt, ich trainiere jetzt den unteren Latt oder ich trainiere den oberen Latt, dann ist das nicht wirklich möglich. Bei der Brust eher ja, beim Latttraining eher nein. Wie gesagt, weil der Arm immer irgendwo nah am Körper rangezogen werden muss und ihr könnt eben nicht im Faserverlauf sozusagen der oberen trainieren, weil wie gesagt, er sitzt tiefer. Da müsste der Oberarm irgendwo auch auf der Höhe sein und wie gesagt, da irgendwo in Faserverlauf trainieren. Sobald ihr den Arm hebt, ist der Faserverlauf nämlich genau in die Richtung. Und da, wie gesagt, da spielt es keine Rolle, ob ihr praktisch von hier zieht oder von ein bisschen mehr von oben. Bei der Bewegung tut sich da nicht so viel bei unterschiedlichen Maschinen, bei unterschiedlichen Übungen, wie viel Power ihr setzen könnt, ob ihr ein Brustpolster habt, was ihr isolieren könnt, was ihr rausnehmen könnt, ob ihr ein Teres Mayo, ob ihr die hintere Schulter etwas rausnehmen könnt. Ob ihr tatsächlich etwas unterschiedlich arbeiten könnt, wo die Spannung am größten ist und so weiter. Natürlich gibt es Unterschiede bei den Maschinen und ihr werdet auch eure Lieblingsmaschine finden und die ihr auch am besten fühlt und insgesamt am besten den Latt trainiert. Aber es wird kaum Unterschiede geben, ob ihr jetzt den unteren Teil oder den oberen Teil trainiert. Er ist wirklich von der Funktionsweise wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, etwas von oben zu ziehen, etwas von vorne zu ziehen, Überzüge vielleicht tatsächlich zu machen. Eine ganz, ganz tolle Übung, die eben zusammengenommen ein perfektes Ergebnis für den Latt ausarbeiten. Aber ihr könnt ihn jetzt nicht irgendwie breiter oder tiefer groß trainieren und so, weil er arbeitet schon sehr, sehr stark zusammen. Und das wollte ich euch in diesem Video auch sagen. Wie gesagt, man kann nicht immer die Muskeln
perfekt trainieren. Deltamuskel zum Beispiel auch einer eigentlich, aber die unterschiedlichen Anteile haben so unterschiedliche Funktionen, dass man da komplett isoliert wirklich rangehen kann. Und beim Lat, die Bewegung ist wie gesagt sehr, sehr, sehr ähnlich. Und deswegen macht euch da nicht verrückt. Hier könnt ihr tatsächlich auf simpel Powergefühl trainieren und müsst da nicht allzu sehr irgendwie auf irgendwelche Specials achten. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei, die besten Supplements, Bodybuilding, Fischen. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr perfekt trainieren wollt mit der passenden Ernährung, unten in der Beschreibung sozusagen erfahrt ihr, wie ihr von euch sozusagen von mir per App trainieren lassen könnt. Bis dahin, euer Simon.